Eine schwarz-braune Brühe verseucht derzeit den Sindelbach im Schöntaler Gemeindebereich. Am frühen Montagmorgen war der Bach noch teilweise mit Schaum bedeckt. Wie bekannt wurde, soll bereits am Sonntagmorgen aus einer Biogasanlage bei Ingelfingen-Stachenhausen durch ein geplatztes Rohr verflüssigte Biomasse ausgelaufen und in den Sindelbach gelangt sein. Zahlreiche Fische sind dadurch schon verendet. Ja.